Aufgeben war keine Option. Ist jetzt nicht und war damals auch nicht. Im Klinikum haben sie uns gesagt, kommt jeden Tag, kommt so oft, wie es geht, weil einsame Menschen sterben bei uns. Und das haben wir uns zum Wahlspruch gemacht. Also ein zweites Leben, glaube ich, kriegt man erst geschenkt, wenn man wieder vielleicht mit einem Spenderherz versehen ist. Jetzt würde ich das als ein halbes Geschenk bezeichnen. Man hofft und bangt und denkt, hoffentlich wird alles gut. Und wenn man heimfährt, dann sagt man, aber morgen ist wieder ein guter Tag und morgen wird es aufwärts gehen. Und man spricht sich Mut zu. Das eigene Herz hat ja den Dienst quasi völlig quittiert. Und es gab dann nur entweder zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt an der sogenannten ECMO, also an einer Herz-Lungen-Maschine, oder man wechselt hier eben auf dieses ExCore-System. Es war so, dass natürlich führend das Herz geschädigt war und nicht mehr gut schlug. Angesichts des relativ jungen Alters war der Rest des Körpers, die anderen Organfunktionen, ziemlich gut intakt. Beziehungsweise man ist davon ausgegangen, dass die sich erholen werden. Und das waren letztendlich die Entscheidungsträger, dass man gesagt hat, so einem jungen Menschen, der doch eigentlich eine gute Chance hat, sollte man helfen. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, dieses System einzubauen. Das System hat den großen Vorteil, dass es beide Seiten unterstützen kann und sehr hohe Flüsse generieren kann. Das heißt, es ist im Grunde genommen von der Leistung besser als das, was wir immer machen mit den implantierbaren Systemen, die ein bisschen weniger machen und auch nur die linke Herzkammer unterstützen. Die Technik dahinter hier ist ein sogenannter pneumatischer Antrieb. Es geht nach unten noch zwei kleine Schläuche weg und die sind ja auch verbunden mit dem Caddy, mit dem transportablen Kompressor. Da wird einfach Luft reingepumpt und wieder rausgezogen. Man sieht es jetzt auch an meinen ganzen Werten und Untersuchungen, dass ich jetzt durch diese pulsatilen Pumpen hier sich der Gesundheitszustand verbessert. Und ich fühle mich auch sehr gut. Wie gesagt, ich bin eingeschränkt in vielen Dingen, aber ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich habe gelernt, es gibt jeden Tag eine schlechte und eine gute Nachricht. Es kommt jeden Tag irgendwas rein oder es passiert irgendwas, was jetzt vielleicht einen wieder ein bisschen zurückwirft. Aber dafür gibt es auch meistens irgendwas, was positiv war an dem Tag. Man hat irgendwas erreicht, man ist vielleicht gerade im Krankenhaus weiter spazieren gegangen als jemals zuvor. Dafür kommen Nachmittag die Blutwerte vom Labor, da ist wieder irgendein Ausreißer drin. Also es gibt immer gute und schlechte Dinge, jeden Tag. Da ist nichts zu sehen. Ist okay. Haben Sie das hier im Blick, hier, dieses Ding? Ja, der Mike hat es vorher noch mal begutachtet. Und, was sagt er? Ja, er hat gar nichts gesehen, glaube ich, so klein. Ja. Nach einer langen Zeit jetzt im Krankenhaus und mit der anschließenden Reha ist es jetzt schon sehr toll, wieder zu Hause bei der Familie zu sein, um auch im eigenen Garten etwas Zeit zu verbringen und sich einfach von der anstrengenden Zeit zu erholen. Das ist jetzt sehr, sehr glücklich für mich und auch sehr gut. Man hat immer diesen Wagen bei sich, aber da hat man eine hohe Mobilität wieder. Hallo. Hallo. Lecker, komm.
ich nehme die Technik in dem Sinn, ich höre sie und ich sehe sie, aber ich nehme sie nicht wahr. Für mich ist der Matthias, ob jetzt mit Gerät, ob ohne Gerät. Natürlich wäre es schön ohne und das ist ja das Ziel. Also so toll wie das Gerät ist, natürlich hätte man es gerne los. Aber jetzt ist die Situation so und wir leben jeden Tag ganz normal, so normal wie es geht. Normal ist natürlich nichts mehr. Es kommen die Arztbesuche dazu, der Verbandswechsel, einfach, dass er nicht so viel Kraft hat oder Elan. Das ist natürlich logisch, aber wenn man die Anfänge sieht und man sieht es jetzt, dann hat sich das Blatt um 100 Grad gewendet. Versuche jetzt eben 4 Stunden täglich, so 50-50, Homeoffice und auch im Büro zu arbeiten. Möchte das aber zeitnah in einigen Wochen dann vielleicht auf 6 und in letzter Stufe dann auch natürlich auch wieder zur Vollzeit, also 8 Stunden zurückkehren. So ist der Plan. Wir bauen Automatisierungsstraßen für die Automobilindustrie, robotergestützte Fertigungsstraßen. Ich habe das lange selbst auch wirklich an vorderster Technikfront gemacht. Jetzt bin ich mehr fürs Personal verantwortlich, als Personalleiter und übergeordnet als oberster Projektleiter, also für die Projektabwicklung bei uns im Hause verantwortlich. Natürlich war das Interesse groß. Was fehlt dir? Wie geht's weiter? Wie war deine Zeit? Was machst du jetzt? Wie geht's dir? Und darum, wie gesagt, habe ich auch versucht, alle Büros und jeden der knapp 140 Mitarbeiter wirklich kurz persönlich zu besuchen in den ersten beiden Wochen, um einfach wieder zu sagen, hallo, ich bin wieder da. Man kennt Technik und man weiß, dass die eigentlich, wenn sie mal gut erprobt ist, ja auch gut funktioniert und dass die gut eingestellt ist, dass da keine Probleme gibt. Ich denke mal, dass im Medizinischen dann nochmal andere Kriterien vielleicht gelten wie im Automobilsektor. Und daher habe ich schon das Vertrauen, dass die Technik hier so weit abgesichert, erprobt und geprüft ist, dass es hier hoffentlich keinerlei Probleme geben sollte. Letzten Endes ist das Ziel, hier ein Spenderherz zu bekommen. Das ist ja das, wo ich hin will, dieses System. Das ist ja nur eine Brücke bis zur Transplantation. Letztendlich ist es unser Bemühen, den Patienten halt möglichst gut im Zustand zu halten, auch psychisch. Wobei wir natürlich kaum einen Einfluss haben auf die Transplantation. In Europa hat sich gezeigt, dass die Widerspruchslösung ganz klar das Beste ist. Man hat die Zahlen ungefähr verdoppelt. Das würde jetzt nicht endlos weit reichen, aber es würde doch einigen Patienten mehr helfen. Jede andere Lösung wird nicht funktionieren. Das kann Ihnen jeder Transplantchirurg so sagen. Und wenn ich eben doppelt so viele Spender habe, kann ich doppelt so viele Patienten glücklich machen. So einfach ist es.